So, und da erscheint das Zeichen. Das heißt, wir starten jetzt in die nächste Session. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachmittag am zweiten Tag des Festivals. Und ja, möchte gar keine Zeit vergeuden, sage schön, dass Sie da sind an die Audience, schön, dass Sie da sind als Speaker. Und ja, damit begrüße ich und übergebe direkt an Bertram Bühner, Lars Dietzel, Jasmin Peters zur Session Solid, ein App-Baukasten für das Erlernen von Systematiken. Viel Spaß. Ja, hallo. Herzlich willkommen zur Session. Wir haben so ein bisschen mit Absicht auch so einen mysteriösen, kryptischen Namen gewählt, weil man durchaus ein sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, versatiles Instrument möchten wir vorstellen und Ihnen gerne näher bringen und auch ein bisschen eine didaktische Idee, die dahinter steht, hinter Solid, also Solid für systematisches Objektlernen und Identifizieren. Da kommt auch schon der Titel eingeflogen. Und wir möchten gern sowohl die Idee als auch die konkreten Anwendungsbeispiele heute vorstellen. Wir sind Lars Dietzel und Bertram Bühner von der Universität Frankfurt und Jasmin Peters von der Hochschule Geisenheim. Ich bin Projektleiter und Bertram ist der Erfinder sozusagen, der erste Ideengeber der App. Und wir zeigen auch ein bisschen, was sich daraus in den letzten 3 bis 4 Jahren entwickelt hat. Ja, kommen wir zur Übersicht. Wir wollen kurz sagen, was kann unsere Web-App, was kann es nicht, wie ist sie aufgebaut, welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es? Und als konkretes Beispiel wird Jasmin Ihnen später die Plenty to Learn App der Hochschule Geisenheim vorstellen. Und dann, wenn Sie die Beispiele gesehen haben, können Sie Ihren Weg zur eigenen Solid App anschauen. Und wir geben da so ein paar Punkte vor, die da beachtet werden könnten und müssten, um das dann eventuell einsetzen zu können und geben auch weitere Ausblicke. Damit übergebe ich an meinen Kollegen Bertram Bühner. Vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite. Mir war gar nicht bewusst, dass ich der Solid-Erfinder bin, sozusagen. Aber das könnte man, also ich habe damit angefangen. Tatsächlich müssen wir die Credits für die Idee sogar noch an einen Professor aus den Geowissenschaften in der Uni Frankfurt zurückgeben, der nämlich ursprünglich drauf kam und der also den Anstoß gegeben hat, und ich bin dann irgendwann auf die Idee draufgesprungen und dann haben wir angefangen, das umzusetzen. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass wir die Präsentation beginnen eigentlich mit der Frage, was kann Solid und was kann es nicht. Aber uns ist es mit der Zeit sehr wichtig geworden, wenn man ein neues Lerntool oder eine neue digitale Lernmöglichkeit etabliert, die auch jetzt nicht nur eine ganz spezifische Funktion hat, sondern verschiedene Funktionen, dann ist es schon immer so ein bisschen schwierig, diese ganzen Erwartungen, die bei den Leuten dann im Kopf aufploppen, frühzeitig einzufangen, weil dann kommt man sehr schnell an den Punkt, dass manche auf Dinge hoffen, die man mit dieser Anwendung gar nicht machen kann, weil sie dafür nicht gebaut ist. Und ich glaube, alle, die sich mit digitaler Lehre und digitalen Tools auskennen, die wissen, dass das auch so ein bisschen Volkssport ist, halt die Grenzen eines Tools immer auszureizen und zu versuchen, damit Dinge zu tun, die man damit eigentlich nicht machen kann. Und wir sind uns dessen bewusst, deswegen versuchen wir das immer sehr einzugrenzen auf das, was ursprünglich damit gedacht ist. Und deswegen die erste Folie eigentlich zum Inhalt: Was ist Solid? Solid ist eine Web-App, die in jedem modernen Browser funktioniert. Das heißt, man kann sie nicht im App Store runterladen oder installieren. Auch das ist schon ein Punkt. Wo kann ich das runterladen? Nee, das gibt eine Webadresse, da geht man drauf und dann funktioniert das. Aber auch nur, wenn man einen hinreichend modernen Browser hat, der JavaScript unterstützt. Solid ist keine Lernplattform, sondern es ist ein Lernwerkzeug und es ist für ein ganz spezifisches didaktisches Szenario geschrieben, das aber wiederum nicht so fachspezifisch ist, sondern situationsspezifisch. Und diese Lernsituation, die kann halt auch in sehr verschiedenen Kontexten auftreten. Und deswegen ist es doch vielfältig, aber eben nur im Rahmen dieses bestimmten Szenarios. Es soll Lehrveranstaltungen unterstützen und auch nicht ersetzen. Und es erlaubt Zugriff auf Objekte, deren Zugänglichkeit eingeschränkt ist. Das klingt jetzt so ein bisschen Meta. Was mit diesen Objekten gemeint ist, das wird Lars später nochmal etwas genauer erklären. Aber wir wollen zumindest den Teil, der mit Solid zu tun hat, bewusst so ein bisschen
vage oder abstrakt gestalten, weil Solid nämlich an sich abstrakt ist. Und ein konkretes Beispiel sehen wir dann nachher bei Jasmin zur App Plenty to Learn. Und Solid ermöglicht ein Begleiten des Lernens durch Objektsteckbriefe, ein Glossar, Quizfragen und Slideshows. Da gucken wir dann später auch nochmal genau rein. Aber das ist das, was Solid kann. Was Solid nicht kann oder ist, es ist keine native oder installierbare App, also man findet es nicht im App Store. Es ist auch keine frei konfigurierbare Lernplattform und es ist auch keine Allzweckwaffe, sondern eben im Rahmen dieser spezifischen Idee, die wir da im Kopf haben, funktioniert das sehr gut, aber Dinge darüber hinaus wird es einfach nicht sinnvoll tun, auch wenn man es probiert. Es ist auch kein Selbstlerntool. Man kann es zwar sicher ganz gut zum Selbstlernen verwenden, aber es ist schon so, dass es seine größten Stärken im Kontext einer konkreten Lehrveranstaltung ausspielt und darüber haben wir ja auch einige Beispiele mitgebracht. Es ersetzt damit auch keine Lehrveranstaltung. Also man kann auch nicht sagen, hier, nutzt die App, kriegst du 3 Credit Points dafür, also so einfach geht's nicht. Und was auch ein Punkt ist, den wir gleich zu Anfang sagen wollen. Es geht im Kern um das Bestimmen von Objekten und in unserem konkreten Beispiel auch um das Bestimmen von Pflanzen. Aber Solid ist kein automatisches Bestimmungswerkzeug. Also es ist nicht so eine App, wo man ein Foto macht von einer Pflanze und dann sagt es Ping, das ist diese und diese Pflanze. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, den Bestimmungsweg zu lernen, wie man das eigentlich richtig macht. Und ich glaube, da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich auch an Lars wieder übergeben kann. Jo, was will und was kann die App? Aber ich sehe es gerade nicht den. Ach, okay. Im Mittelpunkt stehen Lernobjekte. Das kann von Fachbereich oder von Studiensituationen ein unterschiedliches Objekt sein. Wichtig ist an diesem Objekt, es hat gewisse Eigenschaften, die gelernt werden müssen. Das sind auch meistens dann Fachtermini mit dabei. Und diese Objekte verstehen sich innerhalb einer Systematik, zum Beispiel die Systematik der Pflanzen oder in den Geowissenschaften die Systematik der Minerale. Das sind Beispiele, die wir auch konkret anwenden. Und wichtig ist, dass bei dieser Objektbestimmung dieser Kennerblick gelernt wird, anhand welcher definierten Merkmale ein Objekt, zum Beispiel eine Pflanze, eingeordnet und klassifiziert werden kann und von anderen unterschieden. Es geht dann auch um Merkmale, die dann konkret eine Unterscheidbarkeit darstellen. Jo, das ist so die grobe Einrichtung, Terminologie, hatte ich schon eingehend erwähnt, ist dann auch nochmal später im Glossar abgebildet, komme ich gleich dazu. Können wir eigentlich auch in die nächste Folie das übergehen. Ist so ein bisschen PowerPoint-Karaoke gerade. Genau. Also konkreter haben wir die App in mehrere Features unterteilt. Der Hauptteil und eigentlich der Kern der App ist der Objektsteckbrief, in dem die Eigenschaften beschrieben sind, klassifiziert sind und auch die entsprechenden Fachwörter verarbeitet sind. Und diese Objekte ordnen sich in einen Strukturbaum ein und die Fachworte sind mit dem Glossar verknüpft. Also zum Beispiel die Pflanze mit ihren Blattformen und Blütenformen oder die Minerale mit ihren Kristallsystemen und ähnliches. Zum unterstützenden Lernen gibt es Slideshows, das ist im Prinzip eine Art Mini-PowerPoint, die eigentlich nicht dazu missbraucht werden sollte, als Lernplattform zu fungieren, sondern konkret den Bestimmungsvorgang unterstützen. Also nur die Information bietet, die direkt mit den Steckbriefen zusammenhängt auch. Weiterhin ist es wichtig, ein bisschen Reflexion reinzubringen. Dazu haben wir ein Quiz-Tool. Zurzeit beschränkt sich das auf Multiple-Choice- und Single-Choice-Fragen und wir haben auch eine Response-Funktion als Feedback dann eingebaut, um mit den Studierenden in Kontakt zu kommen und in der anderen Richtung haben wir auch eine Art Newsletter oder News-Ticker, über die wir mit den
Nutzern, NutzerInnen kommunizieren können. Entschuldigung. Ja, in letzter Zeit haben wir noch ein paar weitere Features eingebaut. Dazu gehören Audio-Modelle, die direkt mit den Steckbriefen verlinkt sein können oder mit den Bildern. Die Bilder im Besonderen sind sehr weit zoombar, sodass wir auf eine Zoom-Fähigkeit etwa von Lupenqualität kommen können. Das heißt, wir imitieren damit den Bestimmungsvorgang, den wir auch zum Beispiel bei Mineralen oder bei Pflanzen in Natura hätten. Also wir haben eine Auflösung, die auch dann reell zur Bestimmung dienen kann. Und des Weiteren arbeiten wir oder versuchen wir, passende Features von unseren Kundinnen auch einzubauen. Das, zum Beispiel eins davon kam aus Geisenheim. Das waren die Verknüpfung der Steckbriefe mit dem QR-Code bei der Weinrebenbestimmung. Weitere Features planen wir noch. Das sind die Geokoordinaten. Also zum Beispiel könnte man das in einem Actionbound oder in ähnlichen Geocaching-Spielen verwenden. Weitere Quiz-Typen planen wir, die Zuordnung und um den Lernfortschritt festzuhalten, auch Lesezeichen. Gut, dann kommen wir zu den konkreten Beispielen. Also angefangen hat es mit Geomat, wie Bertram eingehend schon erwähnt hat, die Bestimmung von Mineralen. Da bildet das ein Mineral, das Objekt der Bestimmung. Weiter ging es mit DiveE oder DiveE. Das ist eine App zur Hilfe der Pflanzenbestimmung in den Biowissenschaften. Da ist natürlich die Pflanze in ihrer systematischen Einordnung im System der Organismen wichtig mit den entsprechenden Eigenschaften. AIS, Archäologie in Scherben, ist die Bestimmung von archäologischen Fundstücken, Keramikstücken in der Archäologie. Und last but not least, Plenty to Learn, Weinrebenbestimmung. Objekt sind die Weinreben und dies findet konkrete Anwendung in der Hochschule Geisenheim und damit übergebe ich an Jasmin. Ja, vielen Dank, Lars. Nochmal hallo von meiner Seite auch. Mein Name ist Jasmin Peters und ich arbeite in der Abteilung Hochschuldidaktik und E-Learning an der Hochschule Geisenheim. Vielen ist die Hochschule Geisenheim kein Begriff, deswegen erläutere ich nochmal kurz was zur Hochschule. Wir sind eine kleinere Hochschule in Hessen, mitten im schönen Rheingau und sind vor allen Dingen im grünen Fächerspektrum angesiedelt. Also Studierende bei uns studieren zum Beispiel Landschaftsarchitektur, Gartenbau, Weinbau, aber auch alle Studiengänge, die sich so mit der Wertschöpfungskette beschäftigen, also Lebensmittelsicherheit, Getränketechnologie oder Lebensmittellogistik. Und tatsächlich kam bei uns in der Dozierendenschaft vornehmlich aus dem Institut für Rebenzüchtung die Idee auf, dass man das Selbststudium der Studierenden durch eine App unterstützen könnte. Und wenn Bertram mal auf die nächste Folie für mich. Danke. Und so ein hochschulweites Pflanzenlernportal aufzubauen. Da waren vor allen Dingen Professor Schmid und Frau Brockmann aus dem Institut für Rebenzüchtung auch sehr involviert in den Prozess. Und die Zielgruppe war schon an diesem Punkt hauptsächlich die Studierenden und die Interessierten mit Fachkenntnisse. Der Zweck war für uns klar die Wissensaneignung, aber auch die Vertiefung von Lerninhalten, Selbsttests und Übungen für die Studierenden zu ermöglichen und das vor allen Dingen in den Bereichen Landschaftsarchitektur, Weinbau und Gartenbau. Und die Studierenden im Bereich Rebenzüchtung besuchen ein Modul, das sich Ampelographie nennt. Das sind vor allen Dingen Studierende des Studiengangs oder Studienbereichs Weinbau und Önologie. Und die Studierenden lernen in diesem Modul das Identifizieren und Erkennen von Rebsorten
sowohl in einer Vorlesung, aber auch im seminaristischen Unterricht direkt im Feld. Und gerade um diesen Lernprozess dann nochmal zu unterstützen, kam die Idee auf, dann Plenty to Learn in einem ersten Projekt mit der Rebzüchtung umzusetzen. In Plenty to Learn gibt es, wie Lars und Bertram ja auch eigentlich schon erwähnt haben, einmal die fachspezifisch aufbereiteten Pflanzensteckbriefe zum selbstgesteuerten Lernen mit unterschiedlichen Pflanzengattungen, in dem Fall jetzt die Reben, inklusive Bildern und Audios, Selbsttests für die Lernenden, Wissensgalerien für alle weiterführenden Infos und auch ein begleitendes Glossar. In diesem Projekt in der Rebenzüchtung ist es so, dass die Studierenden in einem Lerngarten tatsächlich die Möglichkeit haben, 75 Rebsorten in einer sehr kleinen Anlage alle sich anzuschauen und dort auch die Merkmalsausprägungen sich anzuschauen und über den Verlauf des Jahres sich die Rebsorten in ihrer Entwicklung anzuschauen. Und an den jeweiligen Rebsorten sind immer QR-Codes angebracht, die sowohl mit der Rebsorte, aber auch mit dem spezifischen QR-Code versehen sind. Wenn die Studierenden diesen scannen, kommen sie dann direkt in Plenty to Learn an die spezifische Stelle zu der jeweiligen Rebsorte, zu dem jeweiligen Rebsortensteckbrief. Und ich dachte, wenn wir schon mal hier sind, schauen wir uns einfach mal gemeinsam Plenty to Learn an. Dafür höre ich mal auf zu teilen und übergebe mal an dich. Genau. Dann kannst du nämlich den Bildschirm, deinen Bildschirm zeigen. Ich schaue gerade mal. So, das müsste jetzt geklappt haben. Genau. Wir sind hier auf der Startseite von Plenty to Learn und Sie sehen hier direkt schon einmal, dass man die Steckbriefe, Selbsttests, Wissensgalerien etc. alles auswählen kann. Ich gehe jetzt mal in die Steckbriefe direkt zu den Rebsorten und weil wir eben im QR-Code auch den roten Traminer hatten, suche ich den doch mal einfach raus. Sie sehen hier, dass die Steckbriefe immer zuerst über eine Bildergalerie verfügen, in der die wichtigsten Merkmalsausprägungen für die Studierenden auch ersichtlich sind. Und diese Bilder können auch jeweils ausgewählt werden. Und hinter den Bildern sind jeweils, da waren unsere Lehrenden, Professor Schmid und Frau Brockmann, sehr fleißig. Die haben zu jeder Pflanze auch nochmal Audioaufnahmen zu den jeweiligen ampelographischen Ausprägungen und den Daten und Fakten zu den jeweiligen Rebsorten erstellt. Ich starte beim Gewürztraminer oder auch dem roten Traminer handelt es sich um eine Sorte, die schon seit langer, langer Zeit in ganz Europa. Und so haben die Studierenden halt die Gelegenheit, direkt am Point of Learning sich diese Fakten und auch die ampelographischen Details zu den Rebsorten anzuhören und dann auch direkt an der Pflanze zu prüfen, ob sie diese auch wiederfinden. Außerdem sind im Steckbrief die wichtigsten Merkmalsausprägungen auch nochmal beschrieben, jeweils zur Traube, Beere, phänologische Eigenschaften sind hier immer aufgeführt. Wenn sich die Studierenden unsicher sind, was war denn jetzt nochmal Ampelographie oder wie erkennt man ein dreiblättriges oder dreilappriges Blatt, haben wir hier auch nochmal begleitend das Glossar, in dem man dann auch die Begriffe einfach durchsuchen kann. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel unsicher ist, was bedeutet einhäusig, kann man das einfach an der Seite auch nochmal eingeben. Und parallel zu den Steckbriefen haben wir, Bertram oder Lars sprach eben von den Slideshows, bei uns heißen die Wissensgalerien und in der Wissensgalerie sind nochmal begleitend ein paar Infos, in dem Fall zu Ertragsrebsorten und Unterlagen erfasst. Und hier können die Studierenden auch nochmal detailliert schauen, okay, was bedeutet es denn, wenn eine Triebspitze wollig ist oder filzig oder in dem Fall kahl. Und die Studierenden haben da umfangreiche Möglichkeiten, einfach nochmal ihr Wissen und die Realität im Weinberg so ein bisschen abzugleichen.
Und es gibt die Möglichkeit, wie schon erwähnt, des Selbsttests. Hier werden zum Beispiel 10 Fragen zusammengestellt, die dann entweder Multiple Choice oder Single Choice. Ich habe mich nicht auf die Fragen vorbereitet, also ich drücke jetzt einfach mal irgendwas. Sowohl mit Feedback versehen, dann auch abgefragt werden und so können die Studierenden ihr Wissen nochmal weiter vertiefen. Genau. Eine Funktion, die auch möglich ist, ist noch die Neuigkeiten. In dem Fall haben wir jetzt hier keine eingeblendet, aber die würden hier auftauchen, was auch eine schöne Möglichkeit ist, um zum Beispiel die Pflanze des Tages oder ein Reben-Adventskalender zum Beispiel zu erstellen, sodass jeden Tag auf der Startseite eine Rebsorte zum Beispiel auftauchen würde. Genau, und das ist so im Detail plenty to learn. Und ich würde dann erstmal, glaube ich, weitergeben an Bertram, oder? Jetzt müsste man mich auch wieder hören können. Und man müsste auch hier wieder was sehen können. Das heißt, dann übernehme ich mal. Vielen Dank, Jasmin, für die Vorstellung. Eine Sache, die du nicht gezeigt hast, ist tatsächlich, wie dann das Zoom-Interface aussieht. Aber man kann sich ja vorstellen, dass man da wirklich weit reinzoomen kann. Und gerade wenn man sehr hochauflösende Fotos hat, dann kann man damit auch eine Menge anfangen. Wir hatten bei Geomat mit Kristallen beziehungsweise mit Mineralen angefangen und hatten wahnsinnig hochauflösende Fotos gemacht und hatten die dann lang auf so einer Mobil-App, wo man halt gar nicht so richtig was davon hat, aber jetzt können wir mittlerweile auch richtig schön weit reinzoomen. Wir haben jetzt Solid entwickelt, weil wir da Interesse dran hatten, weil wir den Bedarf dran hatten und haben jetzt, das hatte Lars vorhin schon gesagt, wir haben 4 Apps, die quasi zu unserem Kundenkreis gehören. Geomat und Dive, die wir sozusagen selbst betreiben oder wo wir selber den Fuß in der Tür haben. Plenty aus Geisenheim, Archäologie in Scherben. Aber es mag ja sein, dass jetzt einige von denen, die hier im Auditorium sind, auch sagen, sowas könnte ich mir auch vorstellen, um eine Art von Lernobjekten irgendwie auf Solid zu bringen. Und da geht es im Folgenden ein bisschen drum, wie kommt man da eigentlich hin? Also von den Lehrenden, die Solid gerne einsetzen wollen, die müssen natürlich gucken, wie sie das finanzieren. Also wir sind tatsächlich relativ günstig zu bezahlen, zumindest im Moment. Wir haben keine Firma gegründet oder so, machen das so ein bisschen neben unserem Tagesgeschäft. Aber natürlich kostet auch die Entwicklung einer neuen App, auch wenn es ein Baukasten ist, schon ein bisschen Arbeit. Man muss halt erstmal quasi diese App klonen, dann muss man diese Steckbriefe zusammenstellen und diese Struktur entwickeln. Und dafür braucht man natürlich auch auf unserer Seite Ressourcen. Das heißt, man könnte zum Beispiel einsteigen, indem man ein paar Hiwis übernimmt. Finanzierung von Hiwis ist ja in der Regel kein Problem. Solange sie in Deutschland eingeschrieben sind, kann man die ja auch von überall her bezahlen. Also die Grund-App hat ein Student aus Kiel gebaut, der war nie in Frankfurt, der hat das alles von Ferne aus gemacht. Da müssen natürlich die Daten strukturiert werden, der Content muss aufbereitet werden, das heißt, man muss die Objektdaten zusammenstellen, die Medien zusammenstellen, ein Glossar zusammenschreiben, Slideshow und Quiz entwickeln. Vor allem das Letzte, das sind so die Punkte, an denen es ein bisschen hakt, weil Quizfragen zu stellen kann ziemlich schwer sein, wie sicher viele wissen, die sich damit schon beschäftigt haben und meistens ist dann die App super ausgebaut, aber bei den Quizfragen hängt es da noch ein bisschen. Und da muss der Content eingegeben werden, das geschieht auf einer Oberfläche, die wir zur Verfügung stellen, das landet dann alles in der Datenbank und Solid spielt dann sozusagen den Inhalt der Datenbank aus über eine Webadresse. Und dann kann es ausgerollt werden und was natürlich ganz wichtig ist, dass es evaluiert wird. Was tun wir auf der Seite? Das Solid-Team berät natürlich inhaltlich, gibt Ratschläge, wie dann so ein Steckbrief am besten zusammengestellt wird. Und dann übernehmen wir die Programmierung, das heißt die Datenmodelle im Backend. Im Frontend muss natürlich Design gemacht werden, ein paar Anpassungen. Sie haben ja vorhin schon gesehen, dass jede App so ein bisschen ihr eigenes Gesicht hat. Also diese Kachelstruktur ist irgendwie immer gleich, der Aufbau ist immer gleich, aber die Icons sind unterschiedlich. Also da hat jede App auch ihre eigenen, so ein bisschen ihr eigenes Gesicht. Das muss alles programmiert werden. Das ist aber nicht so wahnsinnig aufwendig, aber muss halt getan werden. Und wir unterstützen ansonsten auch bei der Konzeption, bei der Didaktik, auch beim Design von Logos und bieten auch das Hosting an. Das heißt, findet in Frankfurt statt, auf einem Server im Hochschulrechenzentrum. Aber wie jetzt auch im Beispiel Geisenheim, kann das dann auch über eine URL von außerhalb aufgerufen werden. Das heißt, es steht nicht immer Uni Frankfurt dran.
Ja, das war eigentlich so jetzt das Große. Wir haben natürlich noch ein paar Referenzen. Also natürlich die Plenty-App kann man sich auch jederzeit anschauen. Die ist im Web zu sehen. Geomat ist auch mittlerweile in diesem Semester in Aktion. Auch da kann man gerne reingucken, genauso wie Dive. AES ist noch in einem Staging-Zustand. Das heißt, das wird noch gerade gefüllt mit Inhalten und entwickelt, aber es ist durchaus erlaubt, da mal einen Blick reinzuwerfen. Wir sind auch zu erreichen unter der Adresse solid@dlist.server.uni-frankfurt.de und ein Großteil dieser App wurde vom E-Learning-Förderfonds der Uni Frankfurt mitfinanziert vor einigen Jahren. Deswegen steht er auch da unten da. Die App lebt am Zentrum Naturwissenschaften, von dem wir uns auch das Logo ein bisschen ausgeborgt haben. Und ja, ich glaube, für die Schlussworte würde ich an Lars übergeben. Ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen unsere Idee von Solid und den konkreten Anwendungen übertragen. Ich habe auch schon ein bisschen mal geschaut, ob noch Fragen im Chat sind, also weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also eine Frage war, wo liegen die Daten? Und also wahrscheinlich in Richtung Datenschutz auch gedacht. Und wie ist sichergestellt, dass wir in 5 Jahren noch ein funktionierendes System haben? Also Punkt 1 dazu, die Daten liegen bei uns direkt auf unserem eigenen Server und werden dann auch perspektivisch ins Hochschulrechenzentrum umgezogen. Das heißt, das ist quasi vom Datenschutz her relativ gut sichergestellt, dass es auch mit allen Regulierungen halt kompatibel ist. Die Systempflege über Jahre hinaus gestaltet sich natürlich immer schwierig. Man braucht jemanden, der daran arbeiten kann. Allerdings haben wir uns sowohl im Frontend als auch im Backend dafür entschieden, also häufig benutzte Frameworks zu benutzen. Also das ist Angular und Angular Materials im Frontend und das ist Django Datenbank also über Python programmierte Datenbank im Backend, sodass wir zumindest häufig benutzte Software einsetzen, die auch von einigermaßen geschulten Programmierern bedient werden können. Nichtsdestotrotz, man braucht zum Betrieb der App jemanden, der sich mit Programmierung auskennt. Also da führt zurzeit noch kein Weg dran vorbei.